den Meeresbusen Dollard schufen und wo das deutsche Reiderland an das niederländische grenzt, liegt die Samtgemeinde Bunde, in der alles Leben aus Moor und Meer entstand. Die Gewalten von Ebbe und Flut und der tagtägliche Kampf der Menschen gegen das Wasser haben die Landschaft in der Samtgemeinde geprägt und die Menschen, die hier leben. Mitten im Zentralort Bunde wurden Wohnungen geschaffen, in denen behinderte Bürger mitten unter uns wohnen. Die Begegnungsstätte ist Treff für Sie und für alle Bunder. Auch das Standesamt ist hier untergebracht. Im Gegenwart der tollen traditionellen katholischen Sitte wird Frau Lehmann als Wenige Meter entfernt ragt das mächtige Gebäude der evangelisch-reformierten ehemaligen Martinskirche in den Himmel. Sie ist eine der größten Kreuzkirchen und zählt insbesondere wegen ihres aufwendigen Ostteils zu den beeindruckenden Leistungen frühgotischen Kirchenbaus in Ostfriesland. Die Entstehung der Kirche lässt sich anhand des ursprünglich romanischen Längsschiffes auf das 13. Jahrhundert datieren. Der Maler Hermann Hunken hat mit dem Bleistift festgehalten, wie die Kirche in früheren Zeiten ausgesehen haben könnte. Die Zeichnungen sind im Chorraum zu sehen. Das getreppte Chorgestühl stellt sicher, dass der Pfarrer von allen Plätzen aus gleich gut zu sehen ist. Die Türen sind original aus dem 18. Jahrhundert erhalten. Unmittelbar an der Friedhofsmauer stoßen wir auf die ehemalige Brotfabrik und heutige Bäckerei Wasing, in der bis heute schmackhafte Brötchen gebacken werden. Sie ist ein Beispiel für die Fachgeschäfte im Ort, die sicherstellen, dass es im Bunde alles zu kaufen gibt, was man täglich braucht. Am 5. Dezember rollen in der Backstube und andernorts die Würfel. Verknobeln ist angesagt. Eine ostfriesische Tradition am Vorabend des Nikolaustages. Und viele, viele Bürger kommen.
Achtern in de Borlie. Die höchste Augenzahl gewinnt. Diesmal eine Torte. Dann führt uns der Juniorchef Bernd Wasing in sein historisches Zimmer. Hier bewahrt er auf, was seine Vorfahren zusammengetragen haben. Hier wird Firmen- und Familiengeschichte zur Geschichte einer Region. Wenn der Ständer mit Wasserpistolen vor dem Eingang des Schreibwarengeschäftes Borus steht, dann ist Pfingstmarkt im Bunde. Ein Ereignis von grenzüberschreitender, überregionaler Bedeutung. Traditionsgemäß sind während der Aufbautage Wasserschlachten unter den Bunder Kindern angesagt. Das ehemalige Kurzwarengeschäft von Lütje Schröder in der Bahnhofstraße hat seinen Ursprung in der Kiepe des Großvaters Johannes Schröder. Heute gibt es das typisch ostfriesische Teegeschirr für den Alltags- und für den gehobenen Bedarf. Und die dazugehörige richtige Mischung. Inhaber Hans-Hermann Schröder erinnert sich. Er hat mir erzählt, wenn er abends von seiner Reise kam, die manchmal 20 Kilometer weiter war, zu Fuß mit der schweren Kiepe voll Ware, da musste er sich erstmal auf den Fußboden legen, um wieder zu sich zu kommen. Und dann als nächstes, dann hat er dann in seiner Tasche gekramt und gesagt, guck mal Mutter, heute war ein guter Tag, ich habe einen Reichstaler, das war nach ihren Angaben etwa 2,5 Gulden, eingenommen. Sie hatte aber in der Zwischenzeit in ihrem Privathaus auch etwas von seiner Ware behalten und hat dann ihre Schublade aufgemacht und hat zu ihm gesagt, ich auch. Und so kam sie dann dazu, vielleicht zu überlegen, ein eigenes Geschäft aufzumachen. Mhm. Der Preis für die Brille, die Luxusausführung kostete 50 Pfennig und die billigere Ausführung kostete 35 Pfennig. Es gibt da so einen bei allen Kaufleuten einen Ladenschlüssel. Bei meinem Großvater hieß es zum Beispiel, hilf uns Gott. Das sind genau 10 Buchstaben und das H ist die 1, das I ist die 2 und das T am Schluss nachher ist die 0. Und dann lese ich hier bei der Brille zu 50 Pfennig, die kostet also im Einkauf LU, das sind 35 Pfennig, also hat er ganze 15 Pfennig an einer Brille verdient, wenn er die verkauft hat. Die historische Ansicht der Neuschanzer Straße ist den Bürgern ebenso sympathisch wie die heutige. Seit die Autobahnanbindung an die Niederlande fertiggestellt, der Durchgangsverkehr weitgehend verschwunden ist und die Straße verkehrsberuhigt umgebaut wurde, zählt sie zu den Prachtstraßen des Ortes. Klar, dass dies im Jahr 1997 mit einem Straßenfest gefeiert wurde. Gemeinde, die Mitglieder des Gewerbevereins und alle Bürger halfen mit. Ihr Rückbau schuf eine Voraussetzung dafür, dass Bunde jetzt staatlich anerkannter Erholungsort ist. Ebenfalls in der Neuschanzer Straße finden wir das Jugendzentrum der evangelisch-reformierten Kirche, in dem sich die Kids treffen und andere Gruppen. Weiter in Richtung Ortsausgang stoßen wir auf den Bahnübergang, wo uns ein Schild den Weg zum Natur- und Kulturpark weist, der in einem einstigen Gulfhof untergebracht ist. Hier lädt ein Gartencafé zum Entspannen ein. An bestimmten Tagen wird im Backhaus Brot gebacken. Im Museum kann man sich unter anderem über die Landwirtschaft in früheren Zeiten erkundigen.
Anhand von Modellen wird erklärt, wie die Deiche aufgebaut wurden. Ab und an treten hier auch der Reiderlander Volkstanzers auf. Ein Köpfe Tee rundet den Besuch so richtig ab. Wer mag, kann hier auch im Heu übernachten. Von hier aus begeben wir uns auf ein